Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen mal wieder hier auf meinem Kanal. Heute mal nicht so eine Gameplay, sondern ich wollte mich einfach mal aus dem Jahr 2021 an dieser Stelle verabschieden und mich bei euch bedanken. Ich wollte mich bedanken für die richtig, richtig geile Zeit, die ihr zusammen oder die wir zusammen hier auf diesem Kanal hatten und die ihr mir dadurch auch beschert habt. Danke, danke, danke. Es hat wirklich richtig, richtig, richtig Spaß gemacht. 2021 war tatsächlich auch das erste Jahr, wo wir komplett Gameplays auf Konsole und PC gezockt haben und es hat einfach unfassbar Spaß gemacht. Und ich danke euch nicht nur, dass ihr da wart, dass ihr Bock auf die Videos hattet, dass ihr da wart, wenn es mir schlecht ging, sondern auch insbesondere durch die geilen Kommentare, die für mich auch das Spielerlebnis komplett erweitert haben und ich in einigen Dingen tatsächlich auch überhaupt nicht weitergekommen wäre. Ich sage nur so den einen oder anderen Tipp in Cyberpunk und vor allen Dingen in Baldur's Guardian Owls. Ja, ich weiß nicht, ob ich dieses Spiel weiter geschafft hätte ohne euch. Und genau dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Was soll ich sagen? 2021, ich habe mal zusammengezählt, habe ich bis zum Standpunkt heute, 30.12., genau 707 Videos veröffentlicht. Die Watchtime davon kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Ich habe nur mal spaßeshalber bis Anfang Mai zusammengerechnet. Da waren es über 5700 Minuten an Content alleine bis Anfang Mai, also die ersten 4 Monate. Und zwar haben wir über 30 verschiedene Spiele gezockt. Klar haben wir natürlich einige Formate aus 2020 beendet, aber auch ganz, ganz, ganz viele andere neue Games begonnen. Und ich bin richtig, richtig gespannt, was uns 2022 alles erwarten wird. Wir haben beendet Superliminal. Ist das noch ein Format, woran sich überhaupt jemand erinnert? Please paradox from creating any refrains. Explosive dream overload. May result. Please paradox overload. Boah, löst sich das jetzt auf? Cyberpunk, klar. Das Game, was uns eigentlich als einziges so richtig komplett das ganze Jahr über begleitet hat. Wir haben Amnesia gezockt, wir hatten auch ein Text-Adventure dabei namens Coin Time, Paper Mario, die Shows von Wer weiß denn sowas mit vielen verwirrenden Fragen, die mir auch das Leben komplett nochmal neu erklärt haben in sehr, sehr vielen Einzelheiten und Details. Ich bin für Fremdwörter. Was denkst du? Völlig egal. Wir nehmen Fremdwörter. Ein Dämonym kommt in der deutschen Sprache immer dann zum Einsatz, wenn man über Dämonen spricht. Salz als salzig beschrieben wird, B etwas Sinn macht oder C die Bewohner von Neuseeland als Kiwis bezeichnet Was? Werden. Vielleicht wäre B Demütigung? Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Warum auch immer? A vielleicht? A würde ich nochmal ausschließen. C? Du hast auch B gedacht, dann nehmen wir einfach mal B. Etwas Ihr Sinn entscheidet macht. Euch für... Das heißt ja eigentlich, Sinn ergeben. Sinn machen gibt's ja so nicht. Salziges Salz ist ein Ausdruck, der in sich doppelt gemoppelt ist und als Tautologie bezeichnet wird. Die wortgetreue Übersetzung des Englischen make sense macht, grammatikalisch gesehen, keinen Sinn und ist damit ein falsch angewendeter Anglizismus. Oh, jetzt wird's crazy. Das Dämonym setzt sich zusammen aus dem griechischen Demos wie Gemeinde und Onoma wie Name. Und steht damit für die Bezeichnung eines Volkes, wie zum Beispiel Kiwis für die Bewohner Neuseelands. Was? Konnten wir den Beitrag folgen? Für mich war das Null Euro zu viele auf dem Konto. Bugsnacks, in denen wir festgestellt haben, Snacks können auch ziemlich böse werden. Und wie. Oh, Zähne? Das wäre, wenn ich mir das erzählen hänge und, also, okay, lass mir das. Warum machst du denn Pepper den Fotos von mir? Hör auf damit, ich will nicht, dass du mich fotografierst, du Stalker-Girl. Was ist denn bei dir kaputt? Blue Fire. Ja, im Cooking Simulator habe ich mich auch
probiert und habe festgestellt, Katastrophe. The Bus haben wir gezockt und Ladies und Gentlemen, da würde es 2022 definitiv nochmal eine neue Strecke geben und ich freue mich richtig drauf auf meine schlechten Fahrkünste. Alte Hefte. So gebraucht, gebraucht Ankauf. Sammeln, was das Zeug hält. Sonderangebote, Privatsammlung. Aber aussieht wie ein Restaurant. Hä? Ich bin verwirrt. Freunde, guck mal, das ist der Erotikladen. Pass auf, hier. Oh mein Gott. Oh, von den Zeichen richtig geil. Aber, also guck mal, Ankauf, Verkauf von Privatfotos, Privatvideos. Oder guckst du drin? Oder hast du hier? Ich bin verwirrt. Aber gut, wahrscheinlich die Entwickler haben nicht gedacht, dass das sich jemand anguckt. Und hier vorne, Beuselgrill. Moment. 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 Also. Es ist ein Kaffee-Bar-Bistro-Bar-Erotik-Privatfoto-Ankauf-Gerätschaft-Gedöns-Dings. Rain on the Parade, New Pokémon Snap, Biomutant haben wir gezockt. Das ist auch noch nicht vorbei. Mario Golf Super Rush, Do Not Feed the Monkeys. Auch ein sehr, sehr spannendes Game gewesen. Insel der Champions, Pokémon Unite, Baldur the Guardian Owls. So, okay. Weg damit. Der ist halt so langsam mit dem Rausholen, weißt du? Oh. Mach es an! Mach es doch an! Okay, ich probiere jetzt mal, ob das auch ohne klappt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich kenne doch dieses Spiel. Wahrscheinlich nicht. Versuch's gar nicht erst. Versuch's gar nicht erst. Oh nein, oh nein. Da ist noch so eins, da ist noch so eins. Ich leg die gar nicht ab. Scheiß auf die Elementarenergie, die wir jetzt verschwenden. Nein, nein. Aber sind wir durchgekommen? Hallo, 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 lebe, lebe. Oh, ist auch eine Methode, wenn wir so durchkommen. Getarnt nennt man das. Als einer von ihnen, sagte sie. Kenne, das gibt's doch nicht. Hüpf. I need Brot. Kann ich Brot essen währenddessen? Natürlich nicht. Stirb nicht. Ey, weh, du stirbst jetzt. Weh, du stirbst. Stirb nicht, Junge. Oh, fuck. Fuck. Ah! Ey, das ist wieder so eine verkackte, arschige Scheißstelle. Oh, Mann. Rogue Spirits, Eastward, Kena Bridge of Spirits. Wir werden jetzt einfach die Blumen hier vorne mal nehmen. Immer wenn wir auf die Blumen zu sehen kommen, sie. Ah, jetzt passiert irgendwas. Oh, ein großer. Wir haben ihn raufbeschworen. What the fuck? Okay, Leute, jetzt geht's los. Happy Game, ein sehr gruseliges Indie-Game. Uff. Was? Spaßiges Spielzeug. Wacht ihr jetzt wieder auf? Das was? Bis zur Klippe? Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Mario Superstars. So, Mario! Graveyard Keeper, forgive me, father, grow south, the ever tree, one night stand, die schlüpfe bis your blood pest, Monopoly Madness. Die Hausauktion beginnt. Wo? Da unten. Oh, ist dieser hässliche Zug jetzt im Weg? Na, bleib doch safe stehen. Nee, bleib da nicht. Meins. Haben will. Haben will, haben werde. Auktion beendet. Oh, da passiert etwas. Ja, diese UFOs um mein Haus rum. Ich krieg Klack, ne? Das gibt's doch nicht. Geht alle weg. Geht sterben. Lasst mich in Ruhe. Ich hab
keine Ressourcen mehr. Warum nicht? Weg von meinen Häusern, hier ist abgesperrt. Pray for the Gods und noch viele, viele weitere mehr haben wir zusammen gezockt. Und Ladies and Gentlemen, was soll ich sagen? Ich danke euch, dass ihr einfach auch wirklich in schlechten Zeiten da wart. Ich habe dieses Jahr begonnen, in der Woche und auch samstags um 4 Uhr morgens aufzustehen, um einfach auch noch effektiver Content produzieren zu können und bin eigentlich damit jetzt so, wie es läuft, ganz zufrieden. Aber ich möchte mir natürlich auch ein paar Sachen für 2022 vornehmen. Ich möchte unbedingt in das Livestreaming gehen, aber ich muss halt wirklich echt noch gucken, wie ich das zeitlich schaffe. Das ist eine der Sachen, die ich zumindest auf meinem Vorsatzzettel für diesen Kanal zu stehen habe. Und endlich mal dieses Kanalbanner erweitern. Wenn ihr seht, ist diese eine Seite da oben immer noch irgendwie recht leer. Und ansonsten natürlich immer schön dirty sein. Und jetzt, Ladies und Gentlemen, möchte ich euch nicht noch weiter einen Knopf an die Backe labern, sondern wünsche euch einen guten Rutsch für 2022. Feiert schön und kommt gerne nächstes Jahr wieder vorbei. Es ist nicht ein Gegner, oder? Ich hab doch nichts. Was? Was ist das? Ich glaube, hier sollte ich nicht sein. Wow. Oh mein Gott, bin ich gleich in einem Kampf drin? Leute, ich habe doch überhaupt nichts. Okay, das war ein Fehler. Sie wird gleich sterben.